Hallo, hier ist Imre für newgadgets.de. Hier zeige ich euch das Sony Ericsson MW600 Headset. Als erstes packen wir das ganze gute Stück mal aus. Bei dem Headset handelt es sich um ein Bluetooth-Headset mit integrierten FM-Radioempfänger, also für UKW-Radio. Hauptgrund für dieses Gerät war, dass mein Handy keinen Radioempfänger integriert hatte und mein Radio nur über UMTS streamen konnte, was doch sehr auf das Akku geht. Und hier seht ihr die Bedienungsanleitung und ein Infoheftchen. In der Anleitung ist kurz erklärt, wie das Headset einzurichten ist und zu bedienen ist. Außerdem, dass es 8 Stunden geladen werden muss. In der Packung enthalten war zusätzlich neben dem Headset und dem Netzteil, was ihr im Bild seht, auch ein Kopfhörer. Und zwar ist es ein In-Ear-Kopfhörer. Die Dinger mag ich nicht besonders, weil sie einen sehr vom Außen abschirmen und das Kabel hier ist ein bisschen so gummiartig. Auf dem Headset selbst sieht man L und R, damit man auch weiß, in welches Ohr die Dinger müssen. Und zusätzlich gibt es noch zusätzliche Abdeckklappen für die passende Ohrgröße. Im Netzteil handelt es sich um ein Ladegerät für Micro-USB. Packen wir das gute Stück mal aus der Packung aus, das eigentliche. Dazu greift man am besten mit der Hand unten in die Packung ein und zieht das ganze Stück dann vorsichtig raus. So, da das ganze 8 Stunden geladen werden muss, wird das erstmal jetzt aufgeladen. Und im Video seht ihr dann noch einen genaueren Test und 2 Audiobeispiele. So, die 8 Stunden sind rum. Das Gerät ist nun geladen. Nehmen wir mal die Schutzfolie hier ab. So, wie man sieht, ist das vorne Hochglanz. Haben wir den Anschluss für Micro-USB, worüber auch geladen wird, und den Powerschalter, die Wippen für Play, Rückwärts- und Vorwärtsspulen, wobei die Play-Taste auch zum Einschalten des Radios genutzt wird. Auf der Oberseite seht ihr den Anschluss für 3,5 mm Kopfhörer und auf der anderen Seite hier ist eine Sensor-Touch-Oberfläche, ähnlich wie ein Touchpad zum Laut und Leise regeln und zur Menüauswahl. Das Gerät ist jetzt bereits an. Machen wir kurz nochmal aus. So. Der Gürtelclip ist aus Kunststoff. Da muss man also vorsichtig sein. Beziehungsweise der Reverse-Clip. Am Gürtel wird das ja kaum einer befestigen. So, jetzt brauchen wir für die Verbindung mit Bluetooth natürlich ein passendes Gerät noch. Ja, zum Verbinden habe ich hier jetzt einmal einen Motorola Milestone. Schalten wir mal das Bluetooth ein. Und dann hier bei dem Headset die Power-Taste etwas länger gedrückt halten. So, jetzt kommt ja eine Pairing-Anfrage. Die nehmen wir jetzt natürlich an. So, und damit wäre auch schon das Ganze verbunden. Jetzt schließen wir nur kurz einen Kopfhörer an. Die beiden Kopfhörer mag ich nicht. Ich habe hier stinknormale Ohrhörer, weil die sich wesentlich angenehmer tragen und nicht so tief reingestopft werden müssen, damit sie was haben. So. Und jetzt können wir mal testweise auf Play drücken und gucken, ob dann hier irgendwas passiert. Da oben sehen wir schon die Anzeige. Es spielt ab. Ich drücke nochmal auf Play. Es müsste pausieren. Genau. Ja. Soweit funktioniert die Steuerung. Das könnte man hier noch die Lautstärke regeln am Gerät selbst. Gut, wenn er abspielt natürlich. Und nochmal abspielen hier. Und hier noch die Lautstärke regeln. Und zusätzlich auch über diesen Soft-Touch-Button hier oben. Man sieht, kann man hier auch noch die Lautstärke extra regeln. Es ist lauter, als wenn man die Kopfhörer direkt an dem Gerät angeschlossen hat. Und wer jetzt damit Radio hören möchte, der drückt jetzt einfach mal auf, Moment, mal die Musik stoppen.
Und für Radio halt länger auf die Play-Taste drücken. Dann hat man ein Auswahlmenü. Ich habe jetzt halt Pairing mit dem Computer, Pairing mit dem Handy und zur Auswahl links jetzt links das Radio, wenn man mal hinkommt. Ja, ist ein bisschen fummelig, also da hätten sie lieber ganz normale Knöpfe nehmen sollen. So, da habe ich hier schon Radiosender eingestellt. Man kann immer nur einen Sender einstellen und leider nicht abspeichern. Also man muss jedes Mal neu den Suchlauf bemühen. Hier kann man jetzt, wenn man gedrückt hält, den Scan vornehmen. Vorwärts, rückwärts oder halt in einzelnen Schritten. Die Lautstärke ist wieder wie ganz normal hier oben zu regeln, separat. Hier ist noch der Annahmeknopf, den hätte ich jetzt fast unterschlagen. Und wenn man diesen drückt, dann kann man jetzt hier die Sprachwahl des Telefons benutzen. Müsste eigentlich gleich nach einem Befehl fragen, da haben wir es. Wähle 1, 2, 3, 4. Wo er jetzt die Null hat, weiß ich nicht und verstanden hat er mich auch nicht ganz. Abbrechen. Nein. So, so viel dazu. Ja, das Headset soll jetzt circa eine Gesprächszeit von 11 Stunden haben und auch die Radiozeit soll etwa 11 Stunden betragen. Standby sind bis zu 500 Stunden angegeben und die Ladezeit beträgt etwa 2,5 Stunden, wobei man bei der ersten Ladung etwa 8 Stunden aufladen sollte, damit der Akku da schon ein bisschen konditioniert wird. Die Radioqualität, ja, ist halt analoges Radio, also man hat ab und zu ein Rauschen oder Aussetzer drin, ist wieder gewöhnungsbedürftig, nachdem man einige Zeit über UMTS-Radio streamt. Und die Beleuchtung hier oben, das sind OLEDs. Aber bei Gegenlicht, ja, geht. Was gibt es noch zu dem Gerät zu sagen? Der Preis liegt bei ungefähr 40 Euro, inklusive den vorher gezeigten In-Ear-Kopfhörern. Hier oben ist das Mikrofon. Man klippt das sich am besten so an den Reverse, Jacke oder eine Tasche, wohin auch immer. Und in der Nähe der Brust sollte dann das auch gut klingen vom Mikrofon her. Die Klangqualität an sich ist gut. Die Klangqualität des Mikrofons ist gut bis befriedigend, würde ich sagen. Und am Ende des Videos seht ihr gleich noch einige Hörbeispiele. Gut, ihr seht sie nicht, aber ihr hört sie. Hierbei habe ich das Mikrofon einmal als PC-Mikrofon benutzt, eine Aufnahme gemacht und habe ein ganz normales Telefonat geführt zu einem Zipgate Voice-over-IP-Anschluss. So, das hört ihr jetzt im Anschluss. Ich hoffe, das kleine Review hat euch gefallen. Wie ist deine Audio-Testaufnahme über den Windows Audio Recorder mit dem MW600? Wie ist deine Audio-Testaufnahme mit dem MW600 und auf den Anrufbeantworter eines Zipgate Voice-over-IP-Anschlusses gesprochen? Angerufen wurde über das Motorola Milestone im E-Plus bzw. Symbio-Netz.